Kinderwerber, alle ziehen auf den Kiez, fühlen sich hip und schick und machen auf alternativ. Nutten, Gewalt, so ein bisschen ist so angenehm. Und aus der Penthouse-Wohnung einfach so schön anzusehen. Ich wohne im Heidberg und zahl fast halb so viel als jemand, der jetzt nach St. Pauli oder in die Schanze zieht. Und diese Freaks, die diese Mieten zahlen, erzählen mir entsetzt, dass kleine Läden schließen müssen in diesen Tagen. Clubs und Bars machen auch schmutzig. Ich lad die ganzen Yuppies und Stars auf den Drink an den Clochard. Komm mal klar, ich bin am liebsten Dienstag nachts um 3 allein auf dem Weg von der Tanke zum BP1. Promi geiler Vollidiot, trinkst deine Latte auf dem Schulterblatt und denkst, das Leben ist ein Ponyhof. Ich schau mich um, sehe so viele Clubs, die nicht mehr da sind. St. Pauli 2011, für mehr Schmutz auf den Straßen. St. Pauli, Schanzenviertel. Und die ganzen Mieten, die sie spiegeln, sind in Kieznähe gestiegen. Nach Belieben wird hier spekuliert. Gentrification heißt, was sich ins Raster passt, wegradiert. Fuck, was soll denn noch passieren? Keiner, der hier wohnt, hat Bock auf euer Bernhard noch Quartier. Doch noch sind wir hier und wir werden auch bleiben, bereit ein paar von unseren Stärken zu zeigen. Ihr baut für 150 Millionen tanzende Türme, bereit alles südlich von der Schanze zu stürmen. Wollt am besten alle armen alten Mieter verjagen, bis der Kiez ein Abziehbild ist von der Spitaler Straße. In der Wohlwill kostet Eigentum eine Viertelmillion. Neu am Traum, Hamburg ist jedes Viertel geklont. Fangt nur an mit dem Bau von euren Zaras H&Ms und ihr werdet merken, wie gut eine Sahnelage brennt.